Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute ein kleines Geheimnis verraten, wie du es schaffst, auf Kreuzfahrt unterwegs zu sein, gut zu schlemmen und dennoch nicht zuzunehmen. Kreuzfahrten sind ja dafür bekannt, dass man gerade hier auch auf der AIDA 24 Stunden am Tag im Grunde genommen die Möglichkeit hat, etwas zu essen, lecker zu essen, köstliche Küche zu genießen und dann eben mit ein paar Kilos mehr natürlich auch das Schiff nochmal verlässt. Und ich handhabe das im Prinzip ganz einfach so, dass ich auch hier schaue, dass ich recht viel Wasser trinke, klares Wasser, dass ich keine süßen Limonaden, Cola oder solche zuckerhaltigen Getränke trinke. Und bei dem Essen, dass der Rohkostanteil auch hier entsprechend hoch ist. Dass ich sowohl morgens zum Frühstück, dass ich hier auch nicht ausfallen lasse, zu Hause schaue ich ja immer, dass ich erst so ab 11 oder so das erste esse, das ist hier im Urlaub nicht so. Da frühstücken wir morgens auch gemeinsam. Ich esse auch mittags was zum Mittagessen und auch abends nochmal, also drei Mahlzeiten, die ich ja zu Hause überhaupt nicht zu mir nehme. Das sind maximal zwei Mahlzeiten. Aber im Urlaub genieße ich das einfach auch mal in der Richtung, zu sündigen, sage ich jetzt einfach mal. Und dass ich da einfach den Rohkostanteil auch sehr hoch halte. Das heißt, es gibt zu jeder Mahlzeit zunächst mal erst eine große Portion Salat und oder auch Obst. Und danach gibt es eben auch gekochte Sachen wie Gemüse. Es gibt auch schon mal Kartoffeln oder Nudeln, aber alles in kleinen Portionen. Und damit die Portionen eben auch klein sind und ich nicht so dazu geneigt bin, mir viel zu viel auf den Teller zu machen, ich nehme mir immer nur Dessertteller. Ich nehme mir keine großen Teller. Ich nehme mir immer nur Dessertteller. Und so kann man natürlich auch immer entsprechend weniger sich nur auf den Teller packen. Kann trotzdem zwei, dreimal, sich nachfüllen, weil man von verschiedenen Dingen einfach probieren und kosten möchte. Aber letzten Endes isst man viel, viel weniger, als wenn man sich gleich schon mal einen großen Teller nimmt. Am Buffet ist man ja immer dazu geneigt, sich viel zu viel auch auf den Teller zu machen. Ja, und so handhabe ich das. Und dann darf es auch anschließend mal noch ein Eis zum Dessert sein. Aber auch da ist immer frisches Obst mit dabei, sodass auch da der Rohkostanteil und vor allem auch der gesunde Anteil im Hinblick auf die Energie, im Hinblick auf die Nährstoffe für den Körper einfach mit eine Rolle spielen. Und deshalb, kann ich dann auch vom Schiff gehen nach einer Kreuzfahrt und habe eben nicht zugenommen. Was ich hier jetzt wohl merke, ist, ich ernähre mich ja zu Hause zu überwiegend 100% vegan. Hier genieße ich auch schon mal ein Stück Käse zu essen. Ich merke das aber dann auch einfach direkt im Körper, was es mit einem macht. Habe aber dann auch trotzdem eine bewusste Entscheidung getroffen, okay, im Urlaub darf das sein. Tierische Produkte sind komplett außen vor, das kommt also nicht in Frage. Aber ein Stück Käse dann hier eben auch mal zu genießen, das genieße ich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach dem Urlaub hat dann wieder die vegane Ernährung einen entsprechend anderen Stellenwert. Für mich ist das vollkommen in Ordnung, das denke ich, muss jeder für sich eben auch entscheiden. Aber das ist für mich dann einfach so die Ernährungsvariante im Urlaub. Vielleicht ist dieser Tipp ja hilfreich für dich, auch künftig, egal wo du Urlaub machst. Es ist ja oftmals so, dass man im Urlaub zurückkommt und ein, zwei Kilos zugelegt hat, dass du mit diesem Tipp einfach mit einem Dessertteller unterwegs zu sein und eben der Rohkost einen höheren Anteil zu schenken, künftig dann eben auch mit dem gleichen Gewicht zurückkommst, mit dem du einfach in Urlaub gegangen bist, geflogen bist oder gefahren bist, wie auch immer. Es gibt jetzt noch ein paar Eindrücke hier von der AIDA für dich. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Schick dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard. Ciao, ciao.